Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Und ich weiß nicht mehr, wo ich war, dann ist es schon wieder lange her, dass ich aufgenommen habe. Upgrade vielleicht? Oh ja. Aber nichts mehr da. Nichts mehr da. Da gucken wir doch mal eben. Hier fackelt ja noch alles. Hier mit Zement rausgeholt. Hier wird noch Lehm eingedingst. Und Blei. Okay. Na, warte mal. Das können wir ja verschnellern. So, das war unser Messingofen. Einfach nur Messing. Soll da auch Blei rein? Nee, ich glaube nicht, weil hier Blei ist. Ich glaube nicht. Was haben wir denn hier? Lehm? Eisen. Hier muss auf jeden Fall mehr Eisen rein. Lehm brauche ich erstmal nicht rein. Geschmiedeter Stahl. Machen wir nochmal nach, was da ist. Das nehmen wir erstmal mit. Der ist noch am. Der ist noch ganz schön am Rödeln. Wisst ihr was? Dann machen wir mal wieder geschmiedetes Eisen. Kann man bestimmt auch irgendwann nochmal gebrauchen. So. Und das ist der für Stein. Messing holen wir da gerade raus. Alles klar. Ich verstehe. Beton. Ups. Beton. Den können wir nämlich weiter basteln. So, hier haben wir noch ein bisschen Stahl. Stahl machen wir dann natürlich fertig. Kurz mal. Also wenigstens die Seite jetzt hier. Da war noch kaputt. Kriege ich das? Nee, da ist der im Weg. So, zack, zack. Die Seite wollte ich ja noch nicht, ne? Noch nicht hundertprozentig. Also, weil ich von innen noch nicht weiß, wie weit das wird. Machen wir trotzdem die äußeren einmal schon mal, Schigi, oder? Wenigstens schon mal ein bisschen. Selbst wenn wir noch eine Reihe wegnehmen, können wir ja wenigstens. Ah, können wir nicht. Mache ich da zufällig gerade was von? Mache ich nicht. Aber ich baue, warum auch immer. Gott, ist das lange her. So. Steine. Ach, guck mal hier. Pflastersteine. Bis der Arzt kommt noch. Ah! Und ich sag noch, oh, mache ich noch was? Nein, ich habe noch. Bis der Arzt kommt, bis der Arzt kommt, bis er kommt. Weiter mache ich das noch nicht, aber dann haben wir schon mal Schutz von außen hier. Und die innen lassen wir dann noch Holz. Falls ich doch nochmal abbaue. Das war der Plan. So, und jetzt habe ich gesagt, ich muss gucken, dass wenn ich hier hochbaue, dass das so ziemlich in einem Rutsch passiert, ne? Ja. Ist jetzt halt die Frage. Lege ich los damit? Warum nicht? Ich habe jetzt Beton. Habe ich Holz oder muss ich nochmal holen? Ich muss nochmal Holz holen. Immer lassen. Wahrscheinlich schmeckt der Vogel gar nicht. Natürlich jetzt hier hinten mal dicht machen.
So, das war's. Ich hoffe ja auch, wenn ich das nachher alles anders verkabel, dass ich... Was wollte ich denn sagen? Sag ich euch gleich. Dass ich dann nicht mehr, einfach nicht mehr so viel Sprit verbrauche und ich den echt laufen lassen kann, wenn ich zu Hause bin. So, dann machen wir mal die Wände hier eben zu. Sind wir schon mal so weit hier in... Steinoptik, ne? Weil dann kann der Rest hier weg. So. Und das auch. Na komm schon. Und dann machen wir uns, glaube ich, an den Weg von unten. Das Ding ist echt, dass wir, glaube ich, die Treppen wegnehmen müssen. Aber das ist ja nicht wild. Und aber ich glaube, das mache ich als erstes, oder? Sind die eigentlich... Achso, hier kann ich nicht durchgucken. Ah, ja, auch schon einige in Beton, ne? Das ist bös. Alle in Beton. Sehr schön. Oder ich baue da einfach drüber, ne? Geht das? Mal jetzt ganz ehrlich. Das ist einfach so. Machen wir es einfach so. Kommen die Viecher halt trotzdem noch hoch. Bisschen schwieriger, aber... So, warte. Damit sie es nicht gleich wieder kaputt machen. So. Machen wir das gleich alles in Beton? Ich weiß es nicht. Habe ich so viel Beton? Wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen es in einem Rutsch hochkriegen, ne? Guck mal, wir haben gar kein Holz mehr. Oh, ich bin so dumm. Eben habe ich es noch gesagt. Ich brauche noch Holz. Gucken wir mal, was unsere Bäume sagen. Gucken wir mal, was unsere schönen Bäume sagen. Wegen der Hütte habe ich eine Nachricht von euch bekommen. Dass die unbedingt weg soll. Natürlich von Schmerzer, da habe ich mir das sowieso gedacht, dass er sagt, na, die Geige weg. Für ihn ist es ja Cheaten, was ich da gemacht habe, weil er halt, ja, keine Ahnung hat. Aber. So, haben wir Kaffee dabei? Auf geht's, würde ich sagen. Holen wir uns mal ein bisschen Holz. Oh, wir haben Blutmond heute. Oh nein, jetzt muss ich mir recht beeilen. Jetzt muss es ja einigermaßen noch fertig werden. Es läuft hier wegen den Bäumen hier gerade nicht unbedingt flüssig. Muss jetzt noch fertig werden. Das ist blöd. Boah, ich hab doch einen Kaffee getrunken, ne?
Und trotzdem nicht genug Ausdauer. Warten wir mal kurz, dass wir wieder ein bisschen Ausdauer kriegen. Das heißt aber auch, ich muss die Fallen nach oben bekommen. Nicht alle, aber das Nötigste. Puh, das kann ja noch was werden. Mal gucken, wie schnell ich bin. Na komm schon. Keine Ausdauer, Alter. Meine Güte. Spann dich mal ein bisschen, Kollege. Also pflanzen tue ich jetzt heute keine neuen Bäume, weil ich brauche jetzt jede Zeit, die ich kriegen kann, noch für Umbau. Für den Umbau. Ganz dringend. So, dann düsen wir einfach erstmal weg und dann machen wir schnell weiter. Das Ding ist, wenn jetzt die andere Perle kommt, müssen wir uns schnell um sie kümmern und das auch noch lautlos. Gucken, ob wir das hinkriegen, ne? Oder ich auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt mal nur so. Ach guck mal, so viel ist das gar nicht. Nee, leider kommt halt weiter raus, aber das ist ja jetzt nicht wild. Werden ja auch irgendwann mehr. Da können die ja mal einen weiteren Weg auf sich nehmen, oder? Finde ich schon. So. Zwei Reihen noch. Oder? Ach, guck mal. Ich habe hier sogar gesagt, wir machen eine mehr. Muss ich gleich noch mehr wegreißen, weil ich dumm bin. Ist eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn wir jetzt vielleicht denen nicht eine Treppe bauen. Dann brauchen sie länger zum Hochkommen. Aber ich glaube auch, dass sie dann eher das hier kaputt machen, weil sie gefrustet sind. Ganz stark von aus, dass sie das tun. So. Läuft gut. Das kriegen wir noch hin bis zum Blutmond, auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Was wir vielleicht nicht hinkriegen, sind alle Fallen. Das könnte eng werden.
Wie hatte ich das gemacht hier? Ja, schon damit. Ich glaube, das war noch kein richtiger Schrei, oder? Man weiß es nicht. Ich höre auf jeden Fall nichts. Und das ist schon mal ein Vorteil. Oh ja, das ist schon eine recht lange Treppe, muss man sagen. Echt mal gucken. Ich glaube, eine muss noch daneben, ne? So. Dann eine Ecke. Ja. Dann zwei so. Wenn hier nicht eine ganze Müll noch stehen würde. Jawohl, Stein kaputt, Hauer! Entschuldigung. So, ne? Dann eine Ecke und hier einer. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Kann sein, dass der hier in der... Nee, der da oben ist keiner. Der könnte da hinten reinpassen. Oh nein. Ja, er könnte da hinten reinpassen, wenn man denn nicht so dumm ist. Was ist denn heute schon wieder los, sag mal? Upgrade. Und das Geilste ist, alles falsch gemacht. Das wäre noch das Geilste. Ah, wir sind noch gut in der Zeit, glaube ich. Dass jetzt nicht noch irgendjemand aufhält. Warum auch immer. So, andere Seite. Nee, passt nicht. Ich will auch nicht wieder zu weit drücken. Das kann ich ja auch ganz gut. So. So.
So, dann haben wir das. Treppe ist wieder da. Gut, die andere müsste ich vielleicht nochmal wegnehmen, sonst kloppen sie mir dagegen. Aber ja, gut, es gibt Schlimmeres. So, jetzt muss ich nochmal rein. Ich könnte nämlich schon mal wenigstens, dann habe ich schon mal ein bisschen Schutz. Den hier mitnehmen. Und dann das hier mal eben weghämmern. Damit die nicht hier noch reinhüpfen wollen. Obwohl, wir lassen es da. Zum Bauen nachher. Shit. So, wo ist er? Da. So. Ich würde gerne gucken, ob ich das schaffe. Ich glaube, das war ein Tick zu weit, ne? Aber ich würde gerne hier die Tür reinbauen. Aber kann ich ja auch. Dann bauen wir das. Oh Gott. Genauso wie vorher. Oder auch nicht. Das wird natürlich schwieriger, weil ich glaube, das war schon sehr weit weg. Aber ganz zur Not machen wir einen doppelten. Kommen wir auch besser ran. Das könnte ich sowieso machen. So. Da drüben auch. Warte, jetzt muss ich mal eben gucken. Weil der ja auch irgendwie eine gewisse Distanz reinkommt, ne? 2 von der Seite. Die müssen wir haben. Immer ruff mit dem Hammer. Gott, das sieht gerade, weil das so blau aussieht. Dachte ich gerade, ich stehe auf dem Kopf. Ja, das machen wir wieder so, genau. Cool. Echt jetzt? Krass, wie viel das doch sein kann. So, den können wir ausschalten eben. Der ist noch in der Mache. Der ist noch in der Mache. Der auch nicht mehr. Der kann auch nicht mal aus. Haben wir ein bisschen weniger Alarm hier.